Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Victoria 3 Let's Plays mit Chile. Was geht? Ja, wir haben hier ja jetzt ein bisschen was in letzter Zeit so geschehen lassen. Im Sinne von Land verlieren. Ne? Wir haben Santa Fe verloren. Wir haben Cordoba verloren. Yay. Aber wir gewinnen wenigstens gerade hier ein wenig was an Prozenten für die chilenische Nation. Das finde ich eigentlich ganz nice, dass wir wenigstens da vorankommen. Ja. Und es hat sich ein bisschen was getan. Es gab ein Update, wie ihr vielleicht seht. Wir haben hier jetzt direkten Zugriff auf den Markt. Vom Anschauen her. Da sehen wir, wie die Preise so sind. Und es ist tatsächlich vieles sehr günstig. Aber halt nur vieles. Wir können unsere Interessengruppen direkt anschauen. Wir können jetzt unsere Armeen extra halten. Unsere diplomatischen Beziehungen und auch unsere Kolonialisierung. Hier können wir Nebenländer anschauen. Und Länder. Und wir sind bei Ländern, glaube ich, eigentlich eingegliedert. Okay, wir werden, glaube ich, einfach nicht aufgezählt, weil wir sind ja eine Kleinmacht. Wir zählen ja als Land und nicht als Nebenland. Ja, unsere Kolonien, die wachsen schon mal ordentlich. Ja, da ist auch ganz schön was an Bevölkerung in Patagonien. Warum auch immer das hier nicht als... Na, hier. Ist schon ein inkorporierter Staat. Hier hätten wir nochmal einen nicht inkorporierten. 57,7. Nee, wir haben gerade schon ein leichtes Minus. Das wollen wir uns nicht antun. Aber was wir auf jeden Fall mal machen müssen, ist unsere Baugeschwindigkeit vorantreiben. Aber dafür müssen wir vorher hier ein bisschen was vorantreiben. Und das ist alles echt so semi-geil. Weil wir so ein knappes Income haben. Ich muss an mehr Geld kommen. Gehaltssubvention. Revolution, Unterstützung hoch. Okay, dann zeig mir doch mal. Gehaltssubvention. Sozialhilfe, 20% Sozialhilfezahlung. Okay, wenn Laissez-faire durch ist, können wir das gerne angehen. Habe ich keinen Stress mit. Laissez-faire ist mir jetzt aber erstmal wichtig. Weil ich brauche Boni aus Kompanien. Und da wäre... zum Beispiel das nicht schlecht. Unseren Viehhofdurchsatz ein bisschen erhöhen. Ja. Let's go. 26%, da bin ich doch am Start. Ja, und vor allem, wir können dann auch noch andere Sachen hier vorantreiben. Na, zum Beispiel Koloniezuwachstempo. Das ist halt crazy. Bacho Paraguay auf Stufe 10 bringen und dann könnten wir den hier gründen.
Wäre auf jeden Fall eine Idee. Migrationsanziehung, Ölbohranlagen können wir tatsächlich leider noch nicht bauen. Gelddruck erhöhen, das wäre natürlich auch was. Dafür braucht man aber wahrscheinlich auch 10 Goldminen. Da gibt es schon ein paar geile Sachen. Das hier wäre auch was. Chili-Lebensmittel, Geburtenrate erhöhen. Papierfabriken, um mehr Bürokratie zu erzeugen. Weniger Radikale auf Dauer. Auch nicht verkehrt. Boah, das ist natürlich auch was. Chile-Munition. Wäre aber ein kleiner Aufstand. Es geht jetzt die ganze Zeit hoch und runter, bis ich den Spaß dann anfange zu beschließen. Und ich werde ihn auch beschließen, einfach weil es sinnvoll ist. Aber, jo, mach doch nicht so einen Stress. Mendoza? Hat Straßenerhalt. Okay, gut, dann sind die da echt noch ein bisschen scheiße drauf, ja? Anzahl Kompanien, yay. Wir könnten gründen. Premium-Metalle. Tatsächlich Premium-Gold. Das ist wirklich nicht schlecht. Wir können Los Rios Forstwirtschaft. Das ist sehr gut. Ja. Los Rios Forstwirtschaft Kombinat steigt mindestens 25 oder das 1,25 oder das globalen Durchschnitts. Okay, machen wir zu wenig Holz. Da muss ich mal gucken. Ländlich. Da müssen wir es jetzt eventuell richtig spezifisch anpassen. Holz, Holz, Holz. Wo ist Holz? Hier ist Holz. Mehr Holz. Viel mehr Holz. Also da muss ich, glaube ich, hier speziell mal ein bisschen anpassen. Würde runtergehen. Würde runtergehen. Hier wird es hochgehen. Hier wird es hochgehen. Da wird es hochgehen. Geht noch nicht. Okay. Da ist soweit eigentlich alles ganz tutti. Würde ich sagen, dann bauen wir in Santiago mal aus. Einfach nur, um zu checken. Ich meine, dauert 13 Wochen, das geht ja ziemlich flott. Einfach nur, um zu checken, ob das was hilft.
Wir haben diese Kompanie jetzt gegründet. Die ist bei 8,7 jetzt. Ja. Globaler Durchschnitt liegt halt bei 9,6. Da müssen wir jetzt ein bisschen hochbuttern. Und auflösen könnte man die 1882, also 5 Jahre, muss diese Kompanie mindestens laufen. Naja, dann schauen wir mal. Okay. Hier die Landbrücke wird immer mehr zusammengeschlossen, das finde ich gut. Hier dauert halt ein bisschen, aber gut. Und hier nach unten sind wir bald durch. Chillig. Koloniale Deeskalation und was haben wir hier? Ried von Subsistenzwirtschaft ab. Okay. Entdeckbare Ressourcen. Das finde ich immer gut. Hier jetzt alles ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen gehen wir mal auf fünffache Beschleunigung, ne, dass wir hier ein bisschen nicht so extrem viel warten müssen. Wir müssen ja hier auch noch vorankommen. Dann würde ich tatsächlich auch gerne die Gehaltssubventionen beschließen. Oh, sehr schön. Kirche ist halt tatsächlich mittlerweile randständig mit 0,0%. Zentralarchiv. Oh, da müssen wir doch glatt mal in Entwicklung gucken. Ja, Aktenschränke wäre schon ein Problem wegen Papier, aber wartet mal, dann können wir doch hier mal was gucken. Und zwar hier. Hier wäre erst das Papierproblem, ja. Das macht ja schon mal ein bisschen was aus. Was ist hier, wenn ich da drauf gehe? Okay. So stehen wir auf jeden Fall mittlerweile bürokratisch schon ein bisschen besser da, weil wenn Gehaltssubventionen kommen, dann kostet uns das ja auch wieder Bürokratie. Da müssen wir auch wieder ein Auge drauf haben, ne? Okay. Dann lassen wir das mal so laufen. Unser Markt. Keine Warenknappheiten im Moment. Ist schon mal gut. Papier wird jetzt halt schweineteuer. Jetzt können wir mal kurz gucken. Ah, Produktivität 9,4. Hat ja funktioniert. Hier mit dem Holzfäller. Aber jetzt fehlen Leute. Müssen wir mal gucken. Oh, was wir auch machen könnten tatsächlich ist ländlich. Klappen die ein. Subventionieren die. Und checken mal aus, wie es da so läuft. Und wo ist der Holzpreis? Hier. Der sinkt dadurch jetzt natürlich auch ein bisschen. Und checken wir mal die Kompanien. Ah, jetzt sinkt's. Durch die Subventionen sinkt der ganze Spaß. Nehmen wir mal die Subventionen wieder raus und lassen sich es einfach organisch entwickeln, ohne da irgendwie einen Eingriff zu haben. Hier eine Debatte. Laissez-faire. Ja, komm.
Das geht schneller und dann mögen wir uns halt die ein oder anderen nicht so. Ist auch okay. Ah, guck mal, hier kann ich Sachen anpinnen. An Pinnwand festmachen. Ja, krass, da könnte ich jetzt zum Beispiel gewisse Preise festmachen. Wie zum Beispiel, ich will Holz immer sehen, ich will Eisen immer sehen, Glas aus Stahl, bei S wahrscheinlich, Stahl, Tuch, auch immer wichtig, Werkzeug, ja, das sind ja eigentlich so die wichtigsten Waffen und sowas, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Dann den hätte ich gerne noch immer fest. Zack. Und dann habe ich jetzt die Sachen, die wichtig sind. Nice, dann sehe ich das auch immer. Das ist sehr gut. Und da sehe ich zum Beispiel auch, dass das Stahlwerk in Santiago ein bisschen früher gebaut werden muss. Und das Motorenwerk direkt dahinter. Apropos, Motoren würde ich gerne auch noch sehen. Einfach weil die sind wichtig. Dampfhilfsgerät, sehr schön. So, perfekt. Jetzt sind die Motoren auch noch mit drin, weil wir sehen es ja jetzt schon bei 93. Das ist schon schweineteuer. Ja, ich muss sogar beides vor diese ziehen. Sonst kriegen wir da Probleme. Genauso brauchen wir auch Eisenminen. Da gehen wir hier mal direkt auf die ländliche Ecke. Da fehlt die Kohle. Da haben wir alles. Dann machen wir hier erstmal. Und jetzt können wir hier drauf gehen. Nehmen wir mal aus. Nitroglycerin haben wir noch nicht. Dampfhilfsaggregat, da hätten wir ein Motorenproblem. Ein Transport geht sowieso noch nicht. Okay, dann muss ich das erstmal so stehen lassen. Ja, dann jetzt mit der Los Rios Eisenbahn. Dann hier die Küste komplett mobil machen, weil die Entwicklung, wenn wir jetzt mal gucken, Eisenbahn, wir haben im Moment nur eine, die ist in Santiago. Okay. Das wird auch immer besser. Passt. Hier ist auch nicht mehr viel. Und bald kommen wir hier unten an. Ist echt nicht mehr so viel hier unten in die Ecke. Das ist sehr geil. Oh, was haben wir denn hier? Ja, passt schon. Macht jetzt hier endlich die Abstimmung durch. Ich will jetzt hier laissez-faire haben. Und fehlgeschlagen. Toll. Meine Hoffnung, sie werden begraben.
Ah, der Eisenpreis ist ein bisschen gesunken. Sehr schön. Holz ist relativ stabil. Ich muss mal gucken, dass ich auch wieder Werkzeug baue. Stahl kommt ja jetzt dann nach der Eisenbahn. Also das sieht eigentlich ganz tutti aus. Jetzt geben wir hier mal ein bisschen mehr Gas. Boah, noch 16 Wochen. Es dauert halt alles auch so ewig, da wir so wenig Bausektoren haben und halt wirklich nur mit Gusseisenbau arbeiten. Stahlskelettbau wäre schon mal fett, aber no chance. Zumindest nicht, solange wir nicht stahlmäßig auch noch ein bisschen hochschrauben können von der Produktion. Ich auch mal noch mache. Dass meine Armeen mit in die Pinnwand ziehen, einfach, dass ich da schnell drauf zugreifen kann. Wenn wir nicht aufpassen, muss man auch den Bau mal pausieren. Das ist doch zum Mäusemelken. Die Eisenbahn wird jetzt auch noch mal teuer, wenn die in Betrieb geht. Privatbauten haben wir glücklicherweise was, was unser BIP und unser Income ein bisschen pusht. Hier sehen wir jetzt auch Sachen, die eine Nachfrage haben. Eine hohe. Wenn ich das richtig sehe. Oh, komm schon, dein Ernst? Wer blockt denn da so viel? Landbewohner. Diese Arschlöcher. Hört doch mal auf, hier so einen Kack zu machen. Boah, Motoren. Steigt der Preis durch die Decke. Ja, Engpass. Ich weiß, wir haben einen Engpass an Motoren. Den können wir im Moment auch noch haben. Das ist voll okay. Weil ich bin ja schon dran, boah, neue Werke zu bauen. Wollte ich jetzt gerade sagen, aber das ist halt scheiße. Auch noch ein. Es führt ja kein Weg dran vorbei. Wir brauchen mehr Bausektoren. Dann wird unsere Infrastruktur hier auch noch ein bisschen einbrechen. Das heißt, Bajo Paraguay muss früher eine Eisenbahn kriegen. Die sind hier noch gar nicht drauf. Kacke. Die radikale Partei wurde gegründet. Oh, wie soll ich das finden? Bajo Paraguay muss danach auf jeden Fall gemacht werden. Oh, da gab es gerade eben. Oh, was haben wir denn da? Handelsvertrag. Jawohl. Ridinskis machen wir gerne. Starten gern mit euch den Handelsvertrag. Find ich voll fein. Mega. Britischer Handelsvertrag ist auf jeden Fall schon mal was, was uns gut nach vorne bringt. Bündnis jetzt nicht um. Oh, Verteidigungspakt. Da hätten wir eventuell eine Chance.
Da wir selber in der Zollunion sind, geht es nicht, aber... Das ist doch geil. Und das wäre natürlich noch besser. Also ein Bündnis mit den Briten. Da würde ich aber sowas von direkt auf Brasilien losgehen. Aber sowas von. Aber im Moment müssen wir uns zügeln. Hier herrscht noch der Verteidigungspakt. Und, die sind mit den Briten in der Zollunion. Deswegen ist Argentinien raus. Das ist ja äußerst interessant. Interessant, interessant. Ich muss aufhören zu bauen. Kacke. Okay. Dann mit dieser Baupausierung, mit der wir jetzt gleich positiv Finanzen schieben werden. Zack, die Woche durch. 3K plus. Wunderbar. Damit müssen wir jetzt erstmal ein paar Wochen auskommen, dass wir wieder stabil stehen. Finanziell. Aber wenn euch die Folge soweit gefallen hat, lasst doch auf jeden Fall gerne ein Like da. Wenn ihr gerne weiterschauen wollt, wie es mit Chile ausgehen wird, dann lasst auch auf jeden Fall gerne ein Abo da. Und sonst gibt es nur noch zu sagen, euch einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein und see ya!